Hallo, herzlich willkommen, herzlich willkommen ein weiteres Mal zu City Skylines. Mal gucken, sieht es hier besser aus? Nicht wirklich, immer noch zu wenig Leute hier bei den Bio-Leuten. Obwohl wir hier schon wieder ein bisschen angebaut haben, aber es scheint niemanden zu beeindrucken so richtig. Haben wir hier noch irgendeinen Park mit einer Statue oder sowas, was wir hier reinstellen können? Ja, das ist aber ein bisschen klein. Haben wir hier noch irgendwas, was wir hier reinstellen können, was vielleicht die Gegend ein bisschen wertvoller macht? Bombastischer Springbrunnen oder ein Zoo? Ein Zoo wird zu groß sein, ne? Ja, wusste ich es doch. Goethe Statue, Beethoven Statue. Böthier Schrein. Machen wir den mal dahin, der passt hier hin. Ist optisch ansprechend. Ja, aber das macht mir immer noch Sorgen hier. Aber wollen wir erstmal die Fahrradwege ausbauen. So. Insbesondere in diesem Viertel, weil hier noch keine Busse fahren. Achso, jetzt upgrade ich gerade hier das Kopfsteinpflaster. Ah. Ist auch Pümpel im Weg. Jetzt fahren hier die Laster wieder durch, aber naja. Gut, dann gucken wir mal, ob wir bei den großen Straßen auch vielleicht mal Fahrradwege einbauen können. Keine Verbesserung auf diesen Typ möglich. Ach so, weil das der gleiche ist. So. Wir können die mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, wenn es sein muss. So. Gut. Das sieht merkwürdig aus. So. Bauen wir hier mal auch Fahrradwege hin. So. Cool. Schon wieder eine Bushaltestelle kaputt gegangen hier scheinbar. Aber da müssen wir mit leben. Das wird sich schon zurechtrütteln, wie gesagt. Können ja mal mit dem Fahrrad fahren. So. Das ist alles, aber wir können das hier auch upgraden, ne? Ja, können wir tatsächlich.
Weil nicht, dass sie zwingend Fahrräder fahren müssen, können, gönnen müssen, sollen. Aber ist nur halt so. Hatten wir hier nicht auch so eine Sackgasse? Ja. So. Gut, dann haben wir das schon mal. Hier haben wir immer noch eine Straße, die noch nicht abgegradet ist. Das ist lästig. So. So, das sieht doch schon einigermaßen. Oh. Unsere Hubschrauber kriegen kein Wasser. Wie ätzend. So. So. Was ist in Ockholm los? Da haben wir doch auch schon wieder Warnzeichen. Nicht genügend Arbeiter. Also das gleiche Problem auch in Ockholm. Nicht genügend Arbeiter. Das heißt, wir brauchen ein noch größeres Wohngebiet. Ich weiß nicht. Hier unten würde eins hinpassen, aber das ist zu weit weg von allem, oder? Ich einfach das Gebiet kaufe und hier so ein bisschen hier oben weiterhin mich ausbreite. Krematorium. Wir brauchen Krematorien und wir brauchen auch hier Kinderkrankenhaus und Altersheim langsam. Hier oben haben wir noch nichts. Warum? Ach so. Da müssen wir auch erstmal die Straßen upgraden, bevor wir da irgendwas machen. Das wollte ich nicht. Eine Straße zu viel geupgradet. So, die haben wir alle. Dann müssen wir jetzt nur noch die alle machen, ne? So. Ah, da wird es auch wieder Probleme bei den Busfahrern geben. Ja, wo soll ich die jetzt halten? Überall Fahrradwege, wo der Bushaltestelle war. Was mache ich denn jetzt? Schweinerei. Scheiß Politik. Extra Häuser abreißen wegen Fahrradweg. Wer hätte das gedacht? Das ist nicht nur so auf die Straße gemalter Scheiß, sondern sind richtig schnörke Fahrradwege hier. Hier zum Solarkraftwerk, warum auch immer. Und hier. Hahaha. Hier, das lassen wir mal. Das ist extra, damit die Leute hier langsam fahren. Aber brauchen wir aber nicht. Nee. Wir möchten stattdessen eine Einbahnstraße mit Bäumen haben. Weil dann parken die hier auch nicht. Ist das nicht toll? So. Dann haben wir hier schon mal alles verfahrradwegt. Und aber hier brauchen wir auch noch. So, und dann können wir langsam mal dran denken, dass wir vielleicht neues Gebiet anbauen hier. Ja, hier sind überall Fahrradwege. Gut. Dann geht es hier oben weiter. Es ist eigentlich ungünstig, dass hier so nah beieinander zwei so fette Kreuzungen sind, aber da muss unser Verkehr mal mit umkehren für eine Weile. So. So. Sieht jetzt auch nicht so schick aus, aber. Dafür ist selten. Weidenstraße, Flensburger Chaussee, okay. Und Danziger Straße.
Interessant. Immer noch nicht genug Krematorien. Also fangen wir hier mal an, den ganzen Gesundheitsquatsch zu bauen. Da ist das Kinderkrankenhaus, da ist das Altenheim. Direkt neben das Altenheim im Krematorium ist auch ein bisschen fies, oder? Bauen wir das mal ein Stück abseits hier. Also hier bei der Müllverwertung ist auch pietätlos, das geht auch nicht. Hier vielleicht. Das ist zwar am Wohngebiet. So. Ja, das ist erstmal genug. So, was ist das hier? Ach so, hier sind auch noch kleine Zweier- und Wohnviertel-Dingsies. Und ich brauche schon wieder. Sind hier immer. Oh, das ist doch nicht zu fassen. Warum immer noch? Ich verstehe das nicht. Warum sind nicht genügend Arbeiter da? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Naja, was wir hier machen können, ist die Arbeiterunterkünfte bauen. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Und ich glaube, wir können sogar mehr. Ja, können einen Viehstall bauen. Den können wir hier bauen für den Winter. So, bauen wir mal drei, das sollte reichen. So. Und hier haben wir die Arbeiterbehausungen. So. Und hier können wir vielleicht eventuell eine weitere Fabrik bauen. Nee, können wir nicht. Okay. Dann war das das. Ah, jetzt Melkstand und Limonadenfabrik. Melkstand ist, glaube ich, eine Idee, weil wir ganz viele Kühe haben hier. Melkstand. Der Melkstand ist nicht bei den Fabriken, der ist wieder hier unten. Aber kann ich das hier unten reinbauen? Nee, ne? Nee. Oder? Doch, kann ich. Bauen wir das mal so. Die Kühe werden das schon hinfinden. So. Was wir machen könnten, ist, wir könnten verschiedene. Aber das ist so wenig Nordfriesland, wenn wir jetzt hier eine U-Bahn eingraben irgendwie. Naja, aber wir können unseren Waldcampingplatz können wir ein bisschen aufwerten. Die Bäume sind inzwischen nachgewachsen, das ist alles sehr schön. Und wir haben neue Gebäude freigeschaltet. Und zwar Unterstände. Die werden wir mal strategisch im Wald verteilen. Und einen kleinen hier. Und so lustige Türmchen werden wir hier auch reinpacken. Und was ist das hier? Noch ein weiterer Campingplatz, eine Campingplatz-Varietät da. So, das sieht doch schon gar nicht schlecht aus hier. Und der hat 1336 von 1000 nötigen Punkten zur nächsten Stufe. Und es fehlen noch ungefähr 1000 Besucher. Das sollte machbar sein.
damit das auch besser machbar ist, können wir ja vielleicht einfach in diese Wohngegend, die ist eh schon in der Nähe von einem großen Park, vergrößern. Die ist in der Nähe von einem großen Park und die ist auch hier in der Nähe von den Arbeitsplätzen. Müssen wir weiter auf Wäldern bauen. Das ist so ein bisschen unglücklich, aber bleiben noch genug Wälder übrig auf der Karte. So. 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 Und da wir jetzt ja überall Fahrradwege haben, bauen wir mal einen Fahrradtunnel direkt von unseren neuen Arbeitnehmern zu den Arbeitsplätzen. So. Wo ist ein Übergang, Fußgängerübergang? Warte mal, gehen wir mal hier rüber. So. Dann gehen wir wieder hoch und fahren hier direkt zum Zebrastreifen. Ist das nicht diskret hier? Wir können jetzt hier reinfahren, schwupp, kommen da wieder raus. Bei den Arbeitsplätzen. Also es wird ja mit dem Teufel zugehen, wenn die da nicht jetzt gerne arbeiten und mit Freude dabei sind im Bioladen. Ich hätte gerne einen Job im Bioladen. Sozialversicherungspflichtig natürlich. Aber würde ich nehmen. Kein Problem. Schreiben Sie in die Kommentare, wenn Ihnen ein Bioladen in der Gegend in Nordfriesland gehört und Sie mich einstellen wollen. Okay. Hier noch eine Statue von, wer ist das? Beethoven und hier haben wir noch einen Goethe. Den, das geht nicht, da ist im Weg. Hier können wir einen Goethe hinstellen. So. Das ist ja ein wirklich sehr einsamer Goethe, aber vielleicht gefällt ihm das ja. Und dem Beethoven geht es auch nicht besser, ne? Nee. Die sind da alle an der Straßenkreuzung. Kommst du hier an der Ampel, musst stehen bleiben und dann bedenke Beethoven. Oder, oh, Kleidungsfabrik, Bauernhof, Instandhaltungsgebäude, große Scheune, Schlachthaus. Okay. Ludwig von, das sind zwei Beethovens. Okay, interessant. Das ist immer noch nicht besser hier. Ich meine, die Gebäude sind jetzt, das sind hauptsächlich, irre ich mich, oder sind das hauptsächlich, das sind hauptsächlich die Öko-Gebäude, wo keiner arbeitet. Müssen die Leute zu gebildet sein für die Öko? Muss ich hier einfach nur Schulen hinbauen? Ich habe doch Schulen hier hingebaut. Hier ist doch die Waldorfschule und das Waldorf-Gymnasium. Warum reicht das nicht? Ich habe sogar eine Bibliothek hier hingestellt. Öffentliche Bibliothekennutzer 3. Ist vielleicht nicht die richtige Gegend dafür, aber jetzt können ja mit dem Fahrrad Leute aus diesem Gebiet auch kommen. Ich weiß es nicht. Okay, dann wollen wir mal hier ein Schlachthaus bauen. So. Und eine Kleidungsfabrik können wir vielleicht auch machen. Die Limonadenfabrik wollen wir nicht. Aber hier die Kleid... Ach je. Wer denkt sich sowas aus? Warum muss sie so hochkant sein? Ich verstehe das nicht.
So, wunderbar. Hat da schon 4 Sterne, der Hoflüttmarsch. Er macht einen Gesamtprofit von 9.825 Euro im Monat. Das würde ich auch nehmen als Verdienst. Also wenn Sie einen Bioladen haben, lieber Zuschauer, und der ist in der Gegend Nordfriesland oder meinetwegen Schleswig-Flensburg, und Sie bezahlen mir 9.825 Euro im Monat, dann werde ich für Sie arbeiten. Okay, Richtlinien, verbesserte Sicherheit, erweiterte Automatisierung, Gebäudekosten um 10% und Produktion. Ja, nee, ist egal. Macht ihr mal. Hauptsache, alle sind beschäftigt. Vollbeschäftigung. So. Beschäftigte in Prozent. 97%! Noch nie von Corona gehört hier in dem Spiel. Friedhofsauslastung. Wasser und Abwasser ist möglicherweise ein aufkeimendes Problem. Ja, das ist schon eher ein bisschen so eine Farm von amerikanischem Ausmaß, aber ich habe auch sehr viel Platz gelassen dazwischen. Jetzt kann man vielleicht alles ein bisschen kompakter bauen. Okay, Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. So, was wir jetzt machen können mit den Abwasserpumpen. Ich glaube, wir können Klärwerke bauen. Dazu müssen wir aber, glaube ich, diesen Friedhof woanders hin tun. So, schauen wir mal. Klärwerk. Das große können wir noch nicht bauen, aber wir können hier so eins bauen. Öko-Inlandwasser-Dingsbums-Ding. Bauen wir hier in das Gebiet, wo schon der Müll ist, am besten. Da stört sich niemand ob des Geruches. So. So. Ist die Frage, ob das jetzt ausreicht, ob ich die Pumpen hier einfach wegmachen kann, damit die Grütze nicht mehr ins Meer läuft. Abwasserklärung ist ein Limit. Ich muss vielleicht noch ein drittes. Ich muss vielleicht noch ein drittes Klärwerk bauen. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Ein viertes Klärwerk bauen, da sind schon 3. Oh Mann. Vogelweg, so. So. Sollen wir einfach hier diese Bio-Geschichten rausnehmen aus dem... Obwohl hier fehlen auch Leute, also ist es egal. Kann ich auch mit dem Bio machen, dann ist es dann auch egal. Aber hier wohnen noch gut Leute, also das hier passt noch mehr hin. Hier könnte man noch ausbauen, das ist alles sehr dünn besiedelt. Und was ist das überhaupt für eine Krökelstraße? Warum habe ich sowas gemacht hier? Furchtbar. Ach, das müssen wir mal abreißen, glaube ich. Ganz kurz mal.
das besser? Sieht ein bisschen besser aus, ne? Ja. So. Ja. Am Mühlenberg, ja. Naja. Bin nicht ganz überzeugt von der Schnellstraße hier. Cool, okay. Aber hier kann auf jeden Fall was hin. Hier ist es nicht zu laut. So. Und hier ist es vielleicht sogar im Einzugsgebiet der Buslinie noch. Hm. Können wir das näher ranlegen? Geht das? Guard. Okay. So vielleicht. So. So. Das ist blöd. Ich meine, wir könnten hier rein. Aber wollen wir das, ist die Frage. Ich glaube, wir wollen das gar nicht. Wir wollen hier noch Gebäude haben und die können dann quasi entweder mit dem Fahrrad oder selber sich hier von A nach B bewegen. Das ist mir dann egal. Und vielleicht sollten wir den Boulevard hier, vielleicht sollten wir den anheben, dass der weißt du was, das gefällt mir alles nicht hier. So, das, diese ganze Straßenführung gefällt mir nicht. Bam, bam, bam. So. Das machen wir mal viel, viel weiter weg hier. So. Hier hin. Und dann hier. So, ist das nicht besser? Sieht das nicht geradeaus schöner? Insgesamt angenehmer? Es ist immer noch nicht gerade so richtig, aber was soll's. Gut. Machen wir das mal noch begradigen hier. So. Immer noch so ein Knick drin. Es gefällt mir nicht. Es will mir nicht gefallen hier. Ich glaube, die ganzen Buslinien, die ich hier noch habe, die hier rumfahren, die breche ich alle gerade kaputt. Aber vielleicht sollte ich sowieso noch mal neu über die Buslinien nachdenken. Momente mal. Wir machen das alles noch mal. Das hier aus dem Kreisverkehr kommen wir schräg raus und kommen dann hier steil gerade hier rein. So. So, machen wir das mal so. Das ist gut. Das gefällt mir. Und hier kommen wir so raus.
So. Und dann machen wir hier nämlich eine runde Kurve. Okay, gefällt mir. Besser als vorher zumindest. So. Und da hier natürlich ein neues Gebiet ist, müssen wir hier auch Wasser verlegen. Und hier unten, das war uns ja auch alles viel zu leer. Ich erinnere mich noch vage dran. Hier unten könnten wir vielleicht ein paar neue Läden machen, wenn wir Läden brauchen würden. Aber die stehen immer noch alle leer hier. Also das wird so nichts. So, hier ist alles bewässert jetzt. Vergessen wir mal nicht die Ecke hier, wo eigentlich noch ein kleines Stück Industriegebiet war. Aber das brauchen wir scheinbar gar nicht, wie es aussieht, weil wir haben jetzt hier unten unser großes Farmgebiet, das wir vielleicht mal ein bisschen zusammen schachteln könnten. Könnten vielleicht auch ein paar größere, wir haben jetzt die größeren Farmgebiete schon freigeschaltet. Oh, was ist hier los? Kleidungsfabrik funktioniert nicht, weil wir Plastik brauchen. Okay. Das ist halt wie es ist, nicht? Gut, dann gucken wir mal. Hier brauchen wir nichts weiter. Das heißt, hier können wir getrost die großen... großen Viehweiden haben wir noch nicht. Okay. Was wir haben, sind mittleres Obstfeld und also das ganze Große haben wir noch nicht. Dann sollen die erstmal weitermachen, bis wir das Große haben. Wann kriegen wir das Große? Nicht mehr allzu langer Zeit. Wir müssen noch 4000 machen hier mit dem. Das heißt also demnächst. Ich verstehe das nicht. Warum fahrt ihr nicht da zur Arbeit? Warum könnt ihr das nicht? Oh verdammt, das Witzum ist zu klein. Ich muss das Gebiet ausbreiten hier. Duppididu. So. Ist das hier auch noch Witzum? So, wenn wir dann auch hier schon sind, könnten wir sogar hier noch ein bisschen ein paar mehr Gebäude hinbauen. Es ist zwar momentan noch verschmutzt, aber das wird sich bald bessern. Und jetzt können wir auch die Zonable Pedestrian Roads bauen. Das heißt, wir können hier eine Fußgängerpromenade bauen. So zum Beispiel. Und wir können hier trotzdem Häuser hinlegen, obwohl die da nur zu Fuß hin können, müssen die halt woanders parken. Ich werde hier ein paar Parkplätze reinbauen, zur Sicherheit. So. Und so. Gut. Das hier bleibt erstmal, obwohl... Warum eigentlich? Wir können das auch sagen. So. Parkplatz, Parkplatz, Park, Park, Parkplatz. Industrial Parking Lot nur so zur Abwechslung. Gut. Hier dürft ihr parken, wenn ihr wollt. Dann haben wir das alles fertig gezont. Bisschen Platz ist noch, aber ein bisschen was Platz können wir auch noch lassen.
Ich meine, es sind nicht mehr alle Gebäude, aber es sind immer noch fast alle Gebäude, die hier Arbeitsplätze suchen. Händeringend. Große Kleinstadt, Campusgelände. Ah, so, das ist jetzt ein bisschen Game Changer, weil jetzt können wir die dichten Wohngebiete, Gewerbegebiete und die Office-Zonen bauen. Und wir können eine Universität bauen. Momentan haben wir leider nur die Möglichkeit, eine Berufsschule zu bauen. Was nicht, also in Deutschland ist das nicht wirklich eine Universität, sondern mehr halt so Erwachsenenbildung, aber Bildung ist Bildung. Wo bauen wir die hin? Ist das die einzige Bücherei, die wir haben? Nee, da hinten ist auch noch eine, aber wir brauchen noch eine Bücherei. Wir müssen. Oh. Ich hatte doch noch eine andere Möglichkeit zur Bücherei, oder? Habe ich wahrscheinlich eine Bücherei das Abo entfernt von der Bücherei. Schade. Dann bauen wir halt hier eine hin. So. So. Und hier vielleicht? Hier oben. Sehr gut. Und was ist hier los? Auch zu wenig Leute. Direkt neben der Polizei möchte H&M nichts verkaufen hier scheinbar. Nicht genügend Verkaufswaren. Okay. Das heißt, wir brauchen unsere Verkleidungsfabrik, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Unsere Bekleidungsfabrik, die muss funktionieren. Die müssen wir zum Funktionieren kriegen. In der Limonadenfabrik. Was brauchen wir dafür? Können wir erstmal bauen. Und uns dann später ärgern, dass wir die Sache nicht haben dafür. Glas. Nutzpflanzen und Glas. Wir brauchen Glas. Und wir brauchen Plastik. Das heißt, wir können Glas und Plastik kaufen hier. Und das machen wir, indem wir hier zwei Lagerhäuser hinsetzen. Und das eine mit Plastik. Das eine mit Plastik füllen. Und das andere mit Glas. Jetzt wird hoffentlich im Ausland, also außerhalb dieser Stadt, im Umland, Glas und Plastik gekauft und die beiden Fabriken können ihren Dienst aufnehmen. Und wir haben, glaube ich, noch ein weiteres Dingsgebäude hier. Farm Instandhaltungsdingsi. Das bauen wir auch hier hin. So. Aber das schon mal alles. Dann kann es ja nicht mehr lange dauern, bis der fünfte Stern kommt hier. Noch 3500 brauchen wir. Okay. Puh. So, das ist also Tönnebüll. Guckt euch den Verkehr an. 7000 Einwohner und nicht der geringste Stau. Das ist, es geht gut los, sage ich mal. Hier ist das, die Ecke ist ein bisschen, wie sagt man, aufgeregt. Und hier ist auch, vielleicht könnte man hier einen kleinen Kreisverkehr reinbauen. Hier passt keiner rein. Hier oben, das wäre ein Kandidat für den Kreisverkehr, das wäre ein Kandidat für den Kreisverkehr hier unten. Und hier auch noch einer. Aber das sieht soweit erstmal ganz gut aus hier. So. Können wir noch irgendwas bauen? Hier so einen kleinen Community Garten. Was ist das? Eine Anglerinsel. Okay.
Und ein Tropengarten. Tropengarten klingt auch gut. Den mögt ihr bestimmt hier. So. Machen gleich noch den japanischen dazu. Und dann brauchen wir Straßen. Die passt hier nicht rein, ne? Nee. Okay. Aber wir brauchen auch keine zonenbare Straße hier. Pedestrisch. Weil das eh schon alles gezont. Hier können wir jetzt mal testweise die Dichte, das dichte hier Gewerbegebiet bauen. Ja, es wird tatsächlich hier in der Steinmannstraße. Die Leute kommen und bauen hier Häuser. Das scheint denen hier hinten erstmal noch zu weit weg zu sein. Aber wir haben auch keinen großen Bedarf an, Wohngebieten momentan. Oh Mann, schon wieder 40 Minuten rum. Wie die Zeit vergeht, wenn man Städte baut. Gut, dann würde ich sagen, war es das wieder für heute und ich wünsche euch einen schönen Abend und oder Nachmittag oder Morgen oder wann auch immer ihr dieses Video guckt. Aber auf jeden Fall einen wunderschönen Samstag und drückt den Like-Button und bitte, es würde mir sehr helfen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Man soll immer diesen Call to Action machen, das steht in meinem YouTube-Buch und was war das andere noch? Ach ja, schreibt mir einen Kommentar, wenn ihr wisst, was hier verkehrt läuft mit den Bioladenjobs. Weil wir müssen eigentlich, wir haben größeren Bedarf an den Gewerbegebieten als an den Wohngebieten und trotzdem sind Läden leer. Ich weiß es nicht. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.